Hallo, mein Name ist Christian Holzner vom Rucksack-Online-Shop in Puchheim. Ich werde Ihnen heute zeigen, auf was Sie bei der Wahl eines Schulrucksacks achten sollten. Verschiedene Formen und Farben mit und ohne Markenlogo, grell oder mit einem gewissen Understatement. Bevor Sie sich für einen Schulrucksack entscheiden, sollten Sie hinterfragen, was denn momentan bei Ihren Kids cool und angesagt ist. Denn der beste Schulrucksack nützt nichts, wenn dieser nur widerwillig benutzt wird. Auch den Jugendlichen ist Qualität wichtig. In erster Linie sollte der Rucksack aber gefallen. Wirklich gut ist Ihr Geld nur angelegt, wenn er bequem sitzt, praktisch umgesetzt ist und gefällt. Da der Schulrucksack 5 Tage in der Woche benötigt wird, sollten Sie bei der Auswahl verschiedene Marken und Modelle ausprobieren. Denn auch wenn der Rucksack schon cooler getragen wird, sollte trotzdem weiterhin auf die Ergonomie geachtet werden. Seit Jahren etabliert sind die Modelle der Marken For You und Take It Easy. Aber auch neue Marken wie beispielsweise Ergoberg haben tolle Schulrucksäcke entwickelt. Außerdem gibt es von Marken, die eigentlich aus dem Outdoor- bzw. Sportbereich kommen, mittlerweile gut durchdachte Schulrucksackmodelle. Hierzu zählen beispielsweise die Marken eSpec, Dakine, Deuter oder Jack Wolfskin. Achten Sie auf eine gute Polsterung des Rückens und der Träger und ob das Tragesystem noch weitere Verstellmöglichkeiten bietet. Wie im Sportbereich gibt es auch in diesem Bereich Tragesysteme, die sich optimal an den Rücken Ihres Kindes anpassen lassen. Diese helfen, die Traglast besser zu verteilen und sorgen damit für einen angenehmen und bequemen Tragekomfort. Um die Last optimal zu verteilen, empfehlen sich Modelle mit Hüft- oder Brustgurt. Diese sind teilweise bereits angebracht, bei anderen nachrüstbar. Da die Traglast in den höheren Klassen zunimmt, im Durchschnitt liegt ein Rucksack dann um die 6 Kilo, sollte der Rücken eine gute Polsterung besitzen. Ob gesteppt mit Rippen oder Komfortschaumnocken, der Rücken entscheidet, wie der Rucksack letztendlich getragen wird. Achten Sie auf eine möglichst gute Luftzirkulation. Gerade auf längeren Wegen sorgt diese für ein angenehmes und komfortables Tragegefühl. Teilweise gibt es sogar Modelle, deren Rückenlänge anpassbar sind. Jeder von uns hat ja seine ganz eigene Art von Ordnung. Warum die Unterteilung in eines Schulrucksacks dennoch Sinn machen, das zeige ich Ihnen jetzt. Ordner, Hefte, Bücher, Brotbox, Getränkeflasche, Turnzeug, Mäppchen für die Stifte, eventuell Handy und MP3-Player. All das muss mit in die Schule und damit auch in den Rucksack. Volumen von 25 bis 36 Litern dürften allerdings im Normalfall für den Schulalltag ausreichen. Beim Innenraum sollten Sie auf eine vernünftige Unterteilung Wert legen. Eine Unterteilung im Hauptfach dient nicht nur der Ordnung, sondern auch der sinnvollen Lastenverteilung. So sollten schwere Sachen wie zum Beispiel Bücher oder ein Laptop immer in einem separaten Fach direkt am Rücken einzustecken sein. Dadurch wird der Schwerpunkt an den Rücken verlagert und es können keine Hebelkräfte entstehen, die Ihr Kind nach hinten ziehen. Achten Sie auch darauf, ob ein DIN A4 Ordner ohne Probleme eingesteckt werden kann. Ein Organizer hilft, Schlüssel, Handy, Fahrkarten oder ähnliches zu verstauen. Eine separate Vortasche für die Brotzeitbox und Seitentaschen für die Trinkflaschen sorgen nicht nur für einen schnellen Zugriff, sondern im Ernstfall auch dafür, dass Hefte und die Bücher trocken und sauber bleiben. Gezogen, geworfen, fallen gelassen, feste Materialien und eine gute Verarbeitung sollten bei einem richtigen Schulrucksack besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Während Sportrucksäcke nur saisonal zum Einsatz kommen, werden Schulrucksäcke täglich gebraucht. Deshalb sollten die Materialien auch besonders widerstandsfähig gegen Scheuern und Reißen sein. Obwohl die meisten Rucksackmodelle keine feste Bodenplatte mehr besitzen, sollten Sie auch auf die Standfestigkeit des Rucksacks achten. Diese hilft nicht nur beim täglichen Gebrauch, sondern dient auch der Vorsorge gegen hartnäckige Verschmutzungen. Hier sind angebrachte Bodenfüße sehr nützlich. Da coole Rucksäcke meistens keine Reflektoren besitzen, sollten diese aber dennoch nachgerüstet werden. Dies ist nicht nur vorsorglich Ihrem Kind gegenüber, sondern hilft auch anderen Verkehrsteilnehmern, Gefahren frühzeitig zu erkennen. Nicht nur in der kalten Jahreszeit sind Regenhüllen nützlich. Obwohl die meisten Rucksäcke wasserabweisend sind, kann bei starkem Regen Feuchtigkeit und Nässe in den Rucksack gelangen. Gerade wenn auch Handy oder MP3-Player im Rucksack mitgenommen werden, wird der Schaden, der entstehen könnte, enorm. Reden Sie mit Ihrem Kind über den Sinn einer Regenhülle. Wenn es erst einmal eingesehen hat, dass ein 300 Euro teures Handy oder der iPad dann für immer weg ist, wird es sich schnell zugunsten einer Regenhülle entscheiden. Bei den meisten Markenrucksäcken sind sie eigentlich kein Thema, aber achten Sie auch auf die Reißverschlüsse. Diese sollten leichtläufig und an brisanten Stellen wie runden Ecken gut zu bedienen sein. Auch hier kann ein Spritzwasserschutz nicht schaden.
Wenn Sie den Rucksack in Händen halten, bedenken Sie auch die kurzen Wege von Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Ein gut gepolsterter, in der Mitte der Hauptfächer sitzender Tragegriff erleichtert das schnelle Aufnehmen und Tragen ungemein. Da die meisten Schulrucksäcke aus Polyester bestehen, können diese problemlos gesäubert werden. Entleeren Sie den Rucksack vollständig. Flecken können per Hand mit Seife und einer Bürste leicht entfernt werden. Lassen Sie den Rucksack danach vollständig trocknen. Auch wenn es bequemer erscheint, stecken Sie den Rucksack niemals in die Waschmaschine oder den Trockner. Dies würde unausweichlich zur Beschädigung an der PU-Beschichtung führen. Bügeln Sie den Rucksack nicht. Halten Sie die Reißverschlüsse des Rucksacks schmutzfrei. Mit einem Stück Seife können Sie diese leichtläufig halten. Schließen Sie nach dem Reinigen und Trocknen die Gürtel wieder und imprägnieren Sie den Rucksack neu. Schulrucksäcke wie beispielsweise der Classic Plus von For You oder das Modell London von Take It Easy, die in ihrer Form einem klassischen Schulranzen ähneln, empfehlen wir frühestens ab der 3. Klasse. Sportlich anmutende Modelle sollten die Kids eher ab der 5. Klasse tragen. Falls Sie noch weitere Fragen zu unseren Rucksäcken haben, dann scheuen Sie sich bitte nicht, unsere Info-Hotline, die Sie jetzt unten eingeblendet sehen, anzurufen. Wir beraten Sie gerne. Ich hoffe, Ihnen mit diesem Video in Ihrer Entscheidung weitergeholfen zu haben und würde mich freuen, Sie in einem anderen unserer Videos wiederzusehen. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.